Sie ist zum Symbol für die ukrainisch-russische Feindschaft geworden. Nadija Savchenko befindet sich seit fast 80 Tagen im Hungerstreik. Zuletzt hatte es geheißen, die in Russland inhaftierte ukrainische Luftwaffenpilotin schwebe in akuter Lebensgefahr. Bei kremltreuen Medien gilt sie als Tötungsmaschine mit Rock. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erklärte sie jetzt offiziell zur Nationalheldin. Sie sei ein Vorbild und Symbol für die Stärke der Ukraine. Savchenko war im Juni von Separatisten in der Ostukraine gefangen genommen und nach Russland gebracht worden. Die russische Justiz wirft ihr vor, in die Tötung zweier russischer Soldaten im Donbass verwickelt zu sein. Die 33-Jährige sitzt seit Juli in Untersuchungshaft. Demonstranten forderten in Kiew erneut die Freilassung der Pilotin. Auch die EU und die USA verlangten bereits mehrfach, Savchenko aus der Haft zu entlassen.